Wie habe ich die nochmal geredet? Shanti, ich schau mal, wer spontan vorbeigekommen ist. Skys Mutter, wie geht es dir? Oh. Hervorragend! Als ich gehört habe, dass mein süßes, junges, schatzi Baby-Häschen einen Besuch meiner Tochter abstattet. Nein. Attraktiven jungen Mann gefunden hatte, musste ich unbedingt kommen und ihn treffen. Oh, guck dir diesen lustigen Hut an. Meine Ehre, Madam. Sie haben ein ganz schönes Mädel hier. Du und Joe? Ich habe ihn erwischt, wie er eines meiner Vogelnester klauen wollte. Wow. Und dabei sind wir zu einem Gespräch. Okay. Merke ich mir. Bei einem Kaffee. Ja. Und. Also, ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut. Oha! Diese Anspielung. Man merkt erst mal, dass sie in Kinderspielen einfach so richtig dumme. Ja. Man merkt einfach, dass sie Spaß dabei hatten. Ja. Sie hat mir den Arm gebrochen, weil ich einen der Vögel angefasst habe. Bald schon werden die Hochzeitsglocken läuten und es wird. Sorry. Und es wird eine Schar von Enkelkindern geben. Mama! Wir verhüten doch noch! Geht zur Seite, Kinder! Ich komme! Schwer beladen! Oh, Skys Vater! Alles klar. Da geht der Rücken. Ich hoffe, ich lebe lang genug, um zu sehen, wie diese beiden Turteltäubchen heiraten. Tee ist dead. Und er ist weg. Oh, Papa. Oh, Tochter. Ist das der Typ? Ist das der Typ? Ja, nicht irgendein Typ, sondern der Typ. Dam, dam, dam. Mein Herr! Was machst du beruflich, was machst du beruflich, Joe? Ich reiße Schulen nieder und baue daraus Langstreckenkanonen. Oh, schön. Ja, das klingt toll. Habe ich auch das mal gemacht. Einleuchtet. Meine Tochter könnte es schlechter treffen. Naja, auch eine Kanonenkugel treffen dadurch. Und das wäre schlechter. Ja, schon. Dazu reicht sie auch noch wie der Stall, in dem ich aufgewachsen bin. Jetzt warte mal, schau dich an, Töchterchen. Ich könnte schwören, dass du noch gestern Windeln und Zöpfe getragen hast. Ist nicht so viel Gummibärenmarmelade, Mädel. Du bist so prall wie ein Rebhuhn. Schatz, blamiere unser kleines Mädchen nicht. Blamiere lieber Shanti. Jeden hier. Ja. Nee, blamiere doch unser kleines Mädchen nicht. Das ist meine Aufgabe. Ja, genau. Das ist richtig wüsch und so. Sie pustet sich nur auf, um einen Partner zu finden. Oh, ich glaube, es funktioniert. Hoho. Schaut euch das mal an. Ich habe auch ein echtes Artefakt aus einer verlorenen Welt mitgebracht. So ein Zufall. Ihr könnt es nutzen, um den Raum etwas aufzuhübschen. Ich frag mich nur, wieso Shanti da drin ist. Naja, weil wir reingegangen sind. Ja, aber wenn da ein Familiengespräch ist, geht man doch wieder weg.
Und dann geht so ganz rein. Langsam rückwärts raus. Genau. Und sie ist weg. Hast du mal die Outtakes von Folge 2 geguckt? Nee, hab ich nicht. Nee? Nee. Oh, schade. Da gibt's auch eine Stelle, da geht Gamsho einfach so rückwärts wieder raus aus dem Raum. Okay. Ich habe das so geschnitten, vor allem Phoenix würde sich normalerweise auch bewegen, aber ich habe da so Hälfte-Hälfte geschnitten. Die eine Hälfte, wo Phoenix stehen bleibt und die andere, wo Gamsho wieder zurückgeht. Okay. Naja, gebt ihm etwas Kultur. Wem? Dem Raum. Ich kann selber dekorieren, vielen Dank. Was hältst du davon, Joe? Ich muss sehr nah heran, um es lesen zu können. Da steht eine Nachricht drauf. Hier steht: Tod jenen, die dies lesen! Wow. Ich fühle mich ein bisschen komisch. Wusch! Oh nein! Aber sie hatte doch gerade jemanden gefunden! Papa, was hast du getan? Oh wow! Wer hätte gedacht, dass jemand in diesem Alter noch so Drescher austeilen kann? Chantal, es sieht so aus, als ob dein alter Onkel Mimik mal wieder recht behalten hätte. Er sagt immer, böse Flüche bleiben auch im Alter frisch. Hi, Carmen. Männer sind die besseren Schatzjäger an jedem Tag der Woche. Könnten wir jetzt bitte nicht über deine Arbeit diskutieren? Und lieber wieder unsere Tochter herunterziehen? Genau. Das machst du immer, Papa. Du willst wohl, dass ich für immer allein bleibe. Ja, reg dich nicht auf. Ja, dein Freund hier wird dir behilflich sein. Werde ich? Ja. So, hey, was? What's going on here? Mit dieser Brille kann ich direkt durch den Stein hindurchsehen. Etwas ist hier eingeritzt. Eine Art Design. Ich mache schnell eine Zeichnung davon, damit ich es nicht vergesse. Du hast die Mumienzeichnung erhalten. So, Mumienzeichnung Zirkelrichtakte hinzugefügt. Hey, ich habe alle drei Symbole der Mumien aufgezeichnet. Und sollte jetzt in der Lage sein, das Design zu manipulieren. Oh. Jede Form stellt ein Tier dar. Und sie sind in einem speziellen Muster angeordnet. Das bedeutet, die Kombination für die Tempeltür ist... Vogelfischlöwe. Zollgericht hinzugefügt. Da-da-da-dam. Du liebe Goethe, noch einen Freund verschlissen. Wenn da jetzt kein L drin stehen würde in dem letzten Wort. Was sagt er hier? Ach, verdammt. Was soll ich jetzt hiermit machen? Stell ihn doch irgendwo hin. Ah, jetzt sprechen wir ihn an und er macht. Ja, und jetzt zwinkert. Ja, und jetzt zu Nordmann mit dem Wetter. Und das war Nordmann mit dem Wetter. Da lang. Bräunungsinsel. Wir wollen zur Bräunungsinsel. Wir wollen nämlich braun werden. Nee, das wollte ich gerade sagen. Oh. Willst du braun werden? Ich bin eigentlich mehr oder weniger. Ich brauche eigentlich nur 20 Minuten in der Sonne zu sein. Schon bin ich irgendwie voll gebräunt. Oh. Ja. Aber ich bin total weiß und deswegen kann man sofort merken, dass ich einfach total unsozial bin, weil ich einfach kaum rausgehe. Weißt du, was ich cool finde, was ich witzig finde, sagen wir es mir so. Meine Mitbewohnerin, die hat mir, die ist ja aus Spanien und die ist eigentlich, weiß ich nicht, schon hautfarbentechnisch sehr spanisch angehaucht. Das einzige Problem ist, für eine Spanierin ist sie trotzdem ziemlich blass. Ziemlich weiß, ja. Ja. Naja, jetzt kommt wieder der Sommer. Wie hat Skys Vater es geschafft, das den ganzen Weg zurück nach Scuttletown zu schleppen? Ja. Ach so, wir hatten Fischlöwe, was? Fischlöwe.
Vogel. Fischvogel. Vogel. Fischlöwe, Vogel. Vogel. Vogel, Fischlöwe. Fischlöwe, Vogel, Fischl, Föhl. Leute, wir brauchen jetzt eure Hilfe. Genau. Genau, ihr seid ja noch an dem Punkt. Ja, natürlich. Also ich meine Fisch erstmal. Ja. Oh. Oh. Okay. Vogel, Fisch, Löwe war es, okay. Ah ja, stimmt. Durch Zufall. Das ist witzig. Moment. Einfach so hingeklatscht. Hätten wir das auch machen können, also hätten wir das theoretisch durch Zufall erraten können, ohne das alles zu haben? Ah, Fische sind Freunde, keine Vögel. Keine Mutter. Keine Löwen und keine Vögel. So, was bist du denn? Prinzessin, ihr seid es. Prinzessin. Ja. Hi, gute Güte, Prinzessin. Keuch. Und nochmal. Oh. Oh. Das warst du. Der sieht aus wie aus Plants vs. Zombies. Wie einer von den Zombies. Stimmt. Oh, meine Sterne und Strumpfhalter. Prinzessin, seid ihr das wirklich? Du sprichst mit mir, oder? Ihr seid es. Ihr seid nach all der Zeit zu uns zurückgekehrt. Alle herhören. Unsere Prinzessin ist nach all der Zeit zurückgemanipuliert. Gen manipuliert. Oh, ich glaube, ihr habt das falsche Mädel. Sie erinnert sich nicht. Und doch ist sie das Ebenbild von ihr, die schon lange verstorben ist. Nun ist sie zurückgekehrt, um mit all ihrer unendlichen Weisheit über uns zu herrschen. Prinzessin, bitte nehmt sofort euren angemessenen Platz auf dem Thron ein. Ich hab nichts Süßes in mir. Bin doch nur ein kleiner Junge, hab nichts Süßes in mir. Königliche Untertanen, schmückt eure Hoheit im zeremoniellen Gewand. Seht zu, dass sie nicht verschwindet, während ich die Krönung vorbereite. Oh, verflixt. Oh, das ist geil. Und das ist der Moment, an dem ich gerade es sehr witzig finde, dass Light nicht da ist. Weil er genau diesen Moment eigentlich nicht verpassen wollte. Oh. Du bist echt fies. Ich bin echt fies. Aber es guckt ja sowieso fast keiner zu. Mag daran liegen, dass es Freitag ist. Die Leute haben andere Sachen zu tun. Wer hat sich diesen Tag nur ausgedacht? Du? Okay, nein, ja. Sehr gut. Können ja Samstag oder Sonntag weitermachen. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, was er meint. Es sieht wirklich sehr aus. Machen wir weiter. Hallo. Ich bin wie eine Weltraumprinzessin Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein, wirklich nicht. Weil sie sieht eher aus wie eine Anti-Weltraum-Prinzessin, weil im Weltraum bräuchte man doch eigentlich Schutzkleidung und das ist ja eher so. Klickt weiter! Darüber reden. Irgendwer? Großartig. Sie haben mir auch meine Gegenstände abgenommen. Ja, wo will sie die denn auch verstauen? Außer in gewissen Körpern. Wenn diese Typen denken, ich wäre ihre wieder auferstandene Prinzessin, werden sie mich nie mehr gehen lassen. Es muss einen Fluchtweg geben. Ich schaue mich dieser besser mal um. Will kein kann leichter sein. Dieser Weg wird steil und schwer. Oh nein, da komme ich nicht durch. Ah! Aha. Hey! Und da drin befindet sich jetzt Fleisch. In der Wand. Ja, genau. Oh! Das wäre so übelst typisch. Kommt man hier noch? Nee, da kommt man nicht mehr runter? Okay, da muss ich da durch. Die Musik, die klingt gerade so ein bisschen wie Gummiband, Gummiball. Doch wirklich, ich glaube, den Text könnte man da wirklich drauf dichten. Müsste man mal gucken. Oh. Sie hat ihren Zopf Oh.
Sie hat ihren Zopf geflochten. Sagt man das auch? Ja, geflochten. Der ist geflochten. Ja. Dadurch macht er jetzt mehr Schaden. Aber ein Stein auf meinen Fuß. Ah. Ja, wie sollen wir das denn bitte... Ah, okay. Okay, ja. Ich verstehe jetzt, ja. Okay. Ich will da rein. Nein, kann ich nicht. Ich will da rein! Okay. Ah! Oh. Okay, ich wusste es nicht. Ich wollte es einfach nur...